Jo Leute, willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Ich weiß nicht, ob ich jetzt endlich den richtigen Weg habe. Ich hoffe es einfach mal. Weil wenn nicht, drehe ich hier am Rad. So, erst einmal gehen wir zurück. Das heißt komplett zurück. Denn wir müssen wohl in eine der kaputten Farmen zurück. Und müssen wohl erstmals Wassersiegeln machen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Nee, diesmal habe ich dich gesehen. So. Okay. Und dass die Menschenfarm noch gar nicht dran ist. Aber wie gesagt, ich kann es halt nicht beschwören. Ja, tut ihr auch. So. Zack. Ja, ja, halt die Klappe. So. Okay. Okay. Erstens, was ist das da in dem Tal? Und wir können mal. Na, nicht drauf geachtet. Don't get too comfortable. Wow. So. Einmal nach Isolde. Einmal eine Überfahrt wieder machen. Okay. Schade, ich komme gar nicht dahin. Ich dachte, ich könnte hier drüber die Überfahrt machen. Dann wird es jetzt noch ein längerer Weg zurück. Dann nehme ich jetzt aber dieses Mal. Wo haben wir es denn? Da, heiliges Licht. So. Es ist doch sehr viel angenehmer. Es ist doch sehr viel angenehmer. Wenn ich nicht tausende Kämpfe jetzt dazwischen habe. So, wir bleiben mehr oder weniger auf dem Pfad, damit wir nicht dadurch einen Wald rennen und ständig Gegner haben. Okay. Und ich würde sagen, gleich sind wir da. Einmal hier drauf. Der Hakonesia-Pass.
Okay, jetzt habe ich keine Aura mehr. Vor allem, wo habe ich China das erste Mal gesehen? Naja, lass mich mal bitte in Ruhe, danke. Logischerweise war das nicht hier, ich wollte nicht hier nur rein. Seltsame Rain, ich meine, hier in der Nähe gibt es ein Geysir, ja. Die Toda-Insel, sie soll eine Touristenaktion sein. Ein Geysir, was ist das? In bestimmten Intervallen wird Wasser in einer Fontäne nach oben gedrückt. Du weißt nicht mal, was ein Geysir ist? Ich wusste das natürlich. Ich hatte es nur ein bisschen vergessen. Ich wollte so immer schon mal sehen. Nun, warum gehen wir dann nicht dahin? Ja, yeah, los, ich kann es nicht erwarten. Nein! Warum sind sie auf einmal so ärgerlich? Die Reise der Welterneuerung hat Priorität. Wir gehen zur Toda-Insel. Habt ihr verstanden? Was ist denn auf einmal mit dir los? Okay, erstmal gucken. Erst einmal gucken. Sind wir hier irgendwie in der Lage, was einzusammeln? Ich glaube nicht. Ach, verdammt, ey. So. Ja. Ich will auch was Neues lernen. Oh, Moment. Okay, den Punkt sieht man wirklich schlecht auf der Karte. Das ist Toda-Dock. Dö-dö-dö. Nö, Clef. So. Okay. Ja. Eine Runde. Gerne. Wow, damit fahren wir. Das ist ein Waschzuber. Garantiert nicht. Ich warte hier, geht ohne mich. Nichts, aber ich steig nicht in das Ding. Aber es sieht doch lustig aus. Kommen Sie, steigen Sie ein. Ja, Rain. Aha. Professor Sage, are you afraid of water or something? I was just starting to say, this should be fun. Aha. sure. Sicherlich. Sicherlich. Wir sind endlich da. Das war lustig, nicht wahr, Leute? Als Wasser hineinschwappte, dachte ich, wir würden sinken. Hier, Professor Rain. Ah, richtig, danke. Das war ein ungewöhnliches Erlebnis. Und das von Kratos. Nehmen wir den. So. Wow!
Lloyd, ein Geysir ist so etwas ähnliches wie eine heiße Quelle, aus der in bestimmten Abständen heißes Wasser mit Druck herausschießt. Ja, das weiß ich. Auserwählte. Das Zeichen dort bei dem Aussichtspunkt. Was ist mit dem Zeichen? Es kommt mir bekannt vor, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Okay, das Spiel will, dass ich rechts lang gehe, also gehe ich links lang. Und da ist nichts. Prüfen wir es doch mal. Hey, ist das nicht ein Dingenskirchenstein? Ein Orakelstein. Deshalb kam er mir so vertraut vor. Das ist also das Siegel des Wassers. Das ist großartig, wir brauchen nicht einmal das Buch der Erneuerung. Narr, denke doch an die übrigen Siegel, wir brauchen dieses Buch unbedingt. Du bist so dämlich, Lloyd. Das heißt doch, dass für Arrain alte Zivilisationen an erster Stelle kommen. Also gut, dann lege ich jetzt meine Hand auf den Stein, nichts geht mehr. Klatsch. Hallo China. Exzellent, lasst uns sofort mit der Ausgrabung beginnen. Wir sind nicht hier, um irgendetwas auszugraben. Okay. Corin? Nächstes Mal kommt ihr mir nicht. Heul! Wieso blockiert dieses verrückte Tier den Weg? Grrr. Stimmt das nicht? Das Mädchen hat es anscheinend nicht bis hierher geschafft. Welches Mädchen? Die Assassine, die die Auserwählte verfolgt. Sie ist uns gefolgt? Ah, bist du blöd. Das hast du nicht gemerkt? Ich war viel zu sehr in Gedanken und so. Sei nie unaufmerksam, niemals. Ich nehme an, du willst überleben. Oh ja, sicher, du bist ja so perfekt, du vermasselst ja niemals was. Auch ich mache Fehler. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Was? Schon gut, ich hätte das nicht sein dürfen, verzeih mir. Dir verzeihen? Hä? Manchmal bist du wirklich verwirrend. Okay, sehr schön, ich kann wieder laufen. Lass mal stecken. Ist das? Moment, Hilfe der Geister. Oh, Moment. Das ist praktisch. Okay. Gut, dann muss ich wissen. Ah. Nächster. Da ist doch ein Imitator bei. 100 Pro. Okay. Wasser oder was? Der Todergeysir ist eine reichhaltige Wasserquelle. Vielleicht reagiert er darauf. Jetzt können wir auch abgelegene Gebiete mit Wasser versorgen. Aber wenn es nur Wasser versprüht, scheint es doch schwach zu sein. Okay, das funktioniert nicht. Don't get too comfortable. Ja.
Ich will jetzt einfach nur dieses dumme. Zack. Blame your fate. Okay. Ich hab doch den jetzt angelegt, oder? Hilfe der Geister, ja. Okay. Prüfen. Ein bisschen mehr und es könnte sich neigen. Brauch Feuer? Und man kann bestimmt Wasser einfüllen. Ja, das ist auch so mein Plan. So. Perfekt. Da ist eine Kiste. Erfahrungsgammer 1. Ja. Ja. Ja, ja, halt die Klappe. Genus und Widerstand. Oh, mir fehlt ein Speicherkristall. Das Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Ups. Und okay. So. Ah. Und welche ist das? Magie Pro. Erhöht gelegentlich die Wirkung von Sprüchen. Okay. Das bringt mir nichts, wenn ich da oben jetzt lang gehe. Und jetzt? Wie komme ich da runter? Muss ich wieder raus? Oder so ein Schwachsinn? So. Ja. Ja. Gott im Himmel. Jawoll.
Ja. So. Okay. Heavy Tiger Blade. Und jetzt. Nee. Haben wir sonst noch was? Nee. Aber Kratos müsste eigentlich ein paar Sachen noch lernen. Healing Wind. Okay. Item Remover. Na gut. Naja, egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, like, da lassen wir mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Tales of Symphonia. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.